Ich freue mich sehr, dass Sie da sind zu der Veranstaltung über Mitsprache, Mitsprechen, der Abschlussveranstaltung von dem Projekt ELKIS. Ja, in dieser Veranstaltung wollen wir einen Blick zurückwerfen in die letzten über 5 Jahre. Und im zweiten Teil möchten wir gerne einen Blick nochmal in die Zukunft werfen und schauen, wie kann mehrsprachige Elternarbeit aussehen. ELKIS, wofür steht das eigentlich? Das haben wir, glaube ich, heute noch gar nicht benannt, bin ich mir gar nicht sicher. Es steht heute für was anderes als für 2015. Das Projekt hat sich entwickelt und ist gewachsen. Tippen Sie einfach mal, wofür stand denn 2015 ELKIS? Es war tatsächlich Eltern-Kita-SprachmittlerInnen. Und heute heißt es Elterngespräche beziehungsweise mehrsprachige Elterngespräche in Kita und Schule. Und es ist hier schon zu erkennen, dass es eigentlich mit Kita angefangen hat und in Schule reingewachsen ist. Projekt. Also das bin ich im Frühjahr 2015 mit der Idee, einen SprachmittlerInnen-Pool für Elterngespräche in Kitas aufzubauen. Also was auf jeden Fall eigentlich der ausschlaggebende Punkt war, war, dass es im Friedenskreis 2008 bis 2010 ein Modellprojekt gab, das hieß Hand in Hand, Kita ohne Rassismus. Und dort wurden neue Konzepte entwickelt für frühkindliche Bildung, wo viel mit Erzieherinnen gearbeitet wurde. Und da ist es immer wieder aufgekommen in Gesprächen mit Erzieherinnen. Wir haben viel mit Erzieherinnen auch im Nachhinein noch gearbeitet und uns regelmäßig getroffen. Harald war zum Beispiel viel dabei. Ja, aber was, wenn wir nicht kommunizieren können? So, das war immer wieder im Raum und ich habe irgendwie auch durch verschiedene Arbeiten, auch durch wissenschaftliches Arbeiten, andere Projekte kennengelernt und dachte, das wäre ganz cool, sowas aufzubauen und das braucht Halle. Wir hatten super motivierte ELKIS. Ab eigentlich Januar, Februar 2016. Und eigentlich war das Projekt auch geplant bis August 2016. Jetzt ist die nächste Frage an Sie alle. Was denken Sie, wie viele Elterngespräche konnten mit ELKIS Unterstützung nach einem Projektjahr, also bis August 2016, tatsächlich durchgeführt werden? Oh, es hat Verhalten angefangen mit 20, 30, 35, sich gesteigert auf 100, 150, 50, 22, 50, 130, 200, das Maximale, 45, 80, 45. Es waren tatsächlich 7. Und das war das, was auch so den ersten Dämpfer im Projekt gegeben hat. Woran liegt das eigentlich? Aber für den Projektanfang war klar, es ist ein Spannungsfeld zwischen Bedarfsabfrage und Bedarfsdeckung. Irgendwie funktioniert das noch nicht so richtig. Anfragen kommen zu kurzfristig oder es scheint zu kompliziert. Es ist nicht so ganz klar, wie das mit den Sprachen funktioniert und so weiter. Unter anderem deshalb, aber eigentlich auch, weil es einfach langen Atem braucht und weil einfach ein Projekt und gerade so etwas viel Zeit braucht, bis es bekannt ist, bis klar ist, wie es funktioniert, bis auch Vertrauen da ist. Und auf einmal tatsächlich ab 2017, dann wurde es auf einmal im Schnitt 4 bis 5 Elterngespräche, sind die Zahlen von 2017. Es gab viele Nachfragen, außerdem nach Fortbildungen, sowohl von Kitas als auch SprachmittlerInnen-Pools ganz bundesweit, wo klar war, wir haben jetzt viel Erfahrung gesammelt, wir sollten die weitergeben. Es sind Leute daran interessiert und es gab wertschätzende und wertvolle Rückmeldungen aus Kitas und von ELKIS, womit wir natürlich dann auch die Fortbildungen weiterentwickeln konnten. Wir haben die sogenannten Trialog-Trainings entwickelt. Trialog-Trainings sind Trainings zur Vorbereitung und Sensibilisierung für das Gespräch mit Dolmetscherin. Und wir haben diese Trainings sowohl für Sprachmittlerinnen konzipiert, als auch für pädagogische Fachkräfte. Der erste Bereich in diesen Trialog-Trainings sind erstmal Grundbegriffe und Unterschiede im Dolmetschen zu kennen.
Was nämlich häufig passiert bei Menschen, die sich noch nie mit Dolmetschen auseinandergesetzt haben, was sehr normal ist, ich habe mich mit vielen Themen auch noch nicht auseinandergesetzt, ist, dass alle Begriffe in einen Topf geworfen werden. Also übersetzen, dolmetschen, bilateral, ehrenamtlich, professionell, es ist ein Übersetzungstopf und es wird gesagt, übersetzt mal schnell. Unserer Meinung nach kann es nicht sein, dass es eine große Gruppe gibt von mehrsprachigen Menschen, die ehrenamtlich in Sachsen-Anhalt alle Übersetzungsarbeiten übernehmen. Das ist nicht möglich und es schadet sowohl der Gesprächsqualität als auch den Ehrenamtlichen selbst. Deswegen haben wir eine Form von Ampelsystem angefangen einzuführen, wo wir sagen können, das sind Gespräche, die sind für das Ehrenamt in Ordnung. Es gibt Gespräche, die sind ein No-Go und bei anderen müssen wir näher hinschauen und gucken, wie können wir damit umgehen. Und der dritte Bereich ist die Orientierung an Prinzipien. Das heißt, wir geben und wir diskutieren hier über grundsätzliche Prinzipien mit beiden Seiten und fragen halt zum Beispiel, was ist denn Transparenz? Warum ist Transparenz wichtig? Was bedeutet es? In welchem Fall ist es vielleicht in Gefahr? Und was können wir dann tun? Genau, der vierte Bereich war oder ist die Auseinandersetzung mit Verantwortlichkeiten und der Rolle. Die Rolle ist ein sehr, sehr großes Thema in den Trialog-Trainings. Weil sie oft nicht klar ist. Also wer übernimmt die Verantwortung für was? Und wenn Sie 10 Sprachmittlerinnen fragen oder 10 Pädagoginnen, dann bekommen Sie wahrscheinlich 20 unterschiedliche Antworten darauf. Die einen sind der Meinung, es muss 1:1 alles genau so gedolmetscht werden, wie es gesagt wird. Andere sehen eher eine Assistenzfunktion in der Schule. Also es ist überhaupt nicht klar. Und erstmal diese Erwartung zu benennen, bringt schon viel Klarheit und Erkenntnisse. Genau. Der fünfte Bereich sind Strategien, also Strategien als Handwerkszeug von Dolmetscherinnen. Strategien und Techniken entlasten uns extrem und deswegen geben und erarbeiten wir die sehr gerne im Trialogtraining mit Sprachmittlerinnen, aber vor allem auch mit Pädagoginnen, weil sie selbst oft nicht sehen, dass sie auch etwas dafür tun können, dass der Trialog gut wird, dass sie etwas tun können, dass Sprachmittlerinnen entlastet werden. Und das können ganz unterschiedliche, ganz kleine Dinge sein, wie zum Beispiel ein klärendes Vorgespräch oder das Reden in Abschnitten, was einen sehr großen Unterschied macht in dem Gespräch selbst. Sechster und letzter Bereich ist eigentlich Ausprobieren und Reflektieren. Viele Dinge kann man nicht verstehen oder lernen, indem man nur darüber redet. Und die werden eigentlich erst in Rollenspielen klar. In diesem Buch finden Sie ganz viel mehr davon und Eindrücke, blättern Sie da gerne durch. Das Ziel hinter dem allen ist immer, dass es eine bessere Zusammenarbeit gibt zwischen pädagogischen Fachkräften und Sprachmittlerinnen, die in einem interprofessionellen Team arbeiten können, mit den Eltern zusammen für das Wohl des Kindes. Maxi Kupitz selber ist Sprachwissenschaftlerin und Juniorprofessorin für interkulturelle Kommunikation und Lehrerinnenbildung am Germanistischen Institut der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und dort leitet sie die Abteilung Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Zwei Arten von Befragungen wurden durchgeführt. Zum einen ein Fragebogen, der von Anne Retz erstellt und durchgeführt wurde, und Interviews, die von Julia Radke erhoben wurden. Herausgekommen ist, dass in Sprachmittlung in fast allen Einrichtungen gewünscht ist und auch für fast alle Formen von Elterngesprächen als notwendig erachtet wird. Die Befragten, die bereits Erfahrungen mit Sprachmittlung gemacht haben, haben sich zum Großteil positiv zur Zusammenarbeit mit Sprachmittlerinnen geäußert. Und sie sagen auch, dass sie davon ausgehen, dass über 80% gehen davon aus, dass sie durch Unterstützung, durch Sprachmittlung auch in der Lage sind, erfolgreiche Elterngespräche zu führen. Ein Punkt, der aus meiner Sicht weiterer Diskussion bedarf, ist der, dass sich 60% der Befragten nicht gut auf mehrsprachige Elterngespräche vorbereitet fühlen, obwohl sie ja Erfahrungen schon haben und obwohl sie auch angeben, auch zu dem Prozentsatz, dass durchaus Materialien für mehrsprachige Elterngespräche bereitstehen in den Einrichtungen. Diese Bedarfe oder diese Wünsche, die hier geäußert werden dürfen, sind natürlich unabhängig auch von dem, was überhaupt leistbar ist, ja, und auch unabhängig von, sag ich mal, Einschätzung darüber, was eigentlich professionelle Dolmetscherinnen bzw. Sprachmittlerinnen leisten können, Ehrenamtliche und auch vielleicht Kinder, die zum Teil ja auch sprachmitteln. Das heißt, aus meiner Sicht
oder was ich hier auch interpretiere, ist ein Klärungsbedarf. Genau das ist, wie er auch macht in den Trialog-Trainings schon, was überhaupt leistbar ist für die einzelnen Akteure. Ja? Und natürlich geht es gerade bei dem Thema Flexibilität und Verfügbarkeit und feste Bezugspersonen. Also kommt man da auch an Grenzen ehrenamtliche Sprachmittlungen. Das sind aus meiner Sicht Perspektiven, die es hier abzugleichen gilt. Ja? Oder schon aus meiner Sicht wird schon sehr schön deutlich, sowohl aus dem Fragebogen und also wenn man mal ein bisschen rauszoomt aus der konkreten Benennung der Bedarfe, ja, als auch eben dann aus den Analysen der Interviews, dass es darum geht, auch Haltungen von Pädagoginnen und Pädagogen zu entwickeln. Ja? Und Haltungen zu Mehrsprachigkeit allgemein und zu mehrsprachigen Eltern-LehrerInnen-Gesprächen. Und da spielen ganz viele Dinge rein, die natürlich auch alle miteinander verbunden sind. Und Eva hat es eigentlich sehr schön auch schon gesagt, in den 6 Punkten, den Trialog-Trainings, das steckt alles aus meiner Sicht damit drin. Ja, bei den Routinen entwickeln, das könnte man auch als Strategien bezeichnen, die du bezeichnet hast, ja, Vertrauen aufbauen, Ängste abbauen. Das gelingt natürlich durch Erfahrung, aber auch durch mehr Wissen, durch Rollenklärung und Erwartungsklärung, alle diese Dinge. Also aus meiner Sicht passt das sehr gut zusammen. Ja? Also was wir an Bedarfen erkennen aus den Daten und das, was ihr entwickelt habt. Und jetzt müssen wir einfach dafür sorgen, dass diese Angebote, also die ihr ja konzeptionell weiterentwickelt habt und auch strukturell auf Beine gestellt habt, dass es diese Angebote jetzt gibt, dass die auch noch stärker genutzt werden. Ne? Denn die Bedarfe sind ja da. Am Anfang gab es, wie ja auch Elli und wie wir auch am Anfang gesehen haben von den Zahlen, einen Bedarf, der jedoch nicht fassbar war, eigentlich unsichtbar war. Und durch die Nutzung von ehrenamtlicher Sprachmittlung, erstmal über Elkis, aber auch die ganze Zeit über SISA, aber danach nochmal spezifisch über SISA, konnten dieser Bedarf erstmal dokumentiert werden. Man hat erstmal Zahlen gesehen. Ah, okay, so viele Gespräche brauchen also Sprachmittlung. Wir sind dann ab 2019 aktiv an Schulen herangetreten und haben nochmal sie auf dieses Angebot von SISA hingewiesen, haben gesagt, schauen Sie mal, so passiert das, 1, 2, 3 und das wäre gut, wenn Sie darauf achten etc. Und die Anfragen sind tatsächlich angestiegen, sodass mehr Gespräche stattgefunden haben. Aber soweit, dass auch diese Anfragen an eine gewisse Grenze gestoßen sind, eine Grenze, wo zum einen der Menge, der Quantität, aber auch eine Grenze, wo es nicht mehr leistbar war von Ehrenamtlichen, aber es auch keine Alternative gab, die jetzt beispielsweise SISA anbieten konnte und sagen konnte, nein, hier sind wir nicht mehr verantwortlich, aber wenden Sie sich doch an XY. Das war ein Dilemma, unter dem ja auch wir bei Elkis standen immer. Gleichzeitig haben diese Fragebögen ja auch den Bedarf nochmal deutlich gemacht und auch gezeigt, wie wichtig diese ehrenamtliche Sprachmittlerin jetzt aktuell sind, wie viel sie diese Gespräche ermöglichen. Aber die Fragebögen haben auch deutlich gemacht, wie wir auch gerade gesagt haben, es gibt einen Bedarf und dieser Bedarf ist auch ein professioneller Bedarf. Und dass es bestimmte Gespräche gibt, die, wie Sie auch gerade gesagt haben, professionelle Dolmetscherin brauchen. Das heißt, wir haben diesen roten Bereich, diese No-Go-Area, erstmal benannt. Wir haben Kriterien festgelegt, wo wir sagen, okay, wir machen das nicht so schwammig, sondern wir geben diesen Gesprächen wirklich Namen. Und dann ist unsere Kollegin Antje Fritsche, an die wir jetzt denken im Urlaub, hat da kontinuierlich beim Bildungsministerium dieses Thema reingebracht und gesagt, wir haben da Gründe, wir haben eine Studie und wir haben auch Kriterien, nach denen es professionelle Dolmetscherinnen in diesem Bereich geben sollte. Und deswegen ist die Situation jetzt so, dass es seit 2021 tatsächlich eine finanzielle Möglichkeit gibt, für Schulen auf professionelle Dolmetscherinnen zuzugreifen, wenn diese Gespräche in diesen bestimmten Kriterien liegen. Also beispielsweise sonderpädagogischer Förderbedarf. Weiterhin gibt es LAMSA und das Projekt SISA, was ehrenamtliche Sprachmittlerinnen vermittelt für unkomplizierte Gespräche zur Prävention, zum Kennenlernen. Für Kitas gibt es diese Möglichkeit, auf professionelle Dolmetscherinnen zuzugreifen, noch nicht. Das wäre auf jeden Fall ein Bereich, wo man nochmal an das Sozialministerium herantreten könnte. Mich würde mal interessieren, ob Sie Beispiele geben können für Fälle, wo Anfragen kamen,
wo Sie sagen, das können Ehrenamtliche nicht leisten oder das sind Grenzfälle? Es gab auch beteiligte Elkis, die eigentlich professionelle DolmetscherInnen sind, die sich aber noch ehrenamtlich engagiert haben. Also da gab es auch Überschneidungen, plus wir haben zusammen dann mit Daniel Lopez zum Beispiel einfach auch so eine Begleitung gesucht, wo sind die Grenzen und wo müssen wir auch kommunizieren, dass das nicht ehrenamtlich gemacht wird. Also das war ein Thema von Anfang an. Ehrenamt darf nicht den Preis zum Beispiel drücken oder Ehrenamt darf einfach auch nicht professionelles Dolmetschen ersetzen. Also ich bin schon seit Ende der 1990er eigentlich in diesem Bereich und dieser Bereich heißt eben tatsächlich sowohl die Praxis als auch die Konzeptionalisierung als auch die Qualitätssicherung von Sprach- und Integrations- oder Kulturmittlungsleistungen in Deutschland irgendwie tätig. Das heißt, ich forsche, aber ich bin auch an verschiedenen Konzepterstellungen beteiligt gewesen. Also es ist so, dass ich schon so ein bisschen einen Überblick habe darüber, was in Deutschland passiert, was auch seit ungefähr 20 Jahren passiert, nicht nur erst seit 2015, weil das ist ja ein Thema, das eigentlich noch viel weiter zurückgeht. Ich finde es wirklich pionierhaft, dass sich dieses Projekt oder die ProjektmitarbeiterInnen, Beteiligten, sich Gedanken gemacht haben über eine Staffelung der verschiedenen Gesprächssituationen, die in der Praxis, ich meine, diesen flächendeckenden Bedarf, den jetzt Maxi Kubitz und ihr Team für einen kleinen, also für eine ganz kleine Region Deutschlands erhoben hat, wenn wir das mal flächendeckend machen würden für ganz Deutschland. Ich kann mich noch ganz gut erinnern an unsere erste Familie, die auch aus Syrien kam und wir hatten gar niemanden, der, egal in welcher Form, das Arabisch letztendlich auch mächtig war. Und man fühlt sich, also muss man ganz ehrlich sagen, einfach ein Stückchen hilflos. Also das erste Aufnahmegespräch, was wir damals hatten, ich sage mal schon, das hat so ein bisschen mit Händen und Füßen, ein paar Brocken Englisch, konnten die Eltern dann noch ganz gut stattgefunden. Und das ist letztendlich das, was uns auch ganz wichtig in der Netzwerkarbeit ganz sehr geholfen hat, wenn wir zumindest so diese erste Kommunikationsschwelle überschritten haben, um den Zugang letztendlich auch zu den Eltern zu bekommen. Das Erste, natürlich dieses Projekt, was ich von Anfang an so miterlebt habe, ne, ist zuerst eine Wertschätzung, ne, für die Familien, für die eigene Sprache, die die Familien und die Kinder haben. Das ist ganz, ganz wichtig für mich als Lehrer. Verstehe meine Arbeit als Unterstützer für Familien. Ne? Wenn wir drüber reden, über die Familien, die in Deutschland sind, deren erste Sprache nicht Deutsch ist oder noch dabei sind, Deutsch zu lernen, ne? Wir haben die Herausforderung für Schule, für Kita, aber die eigentliche, ganz schwierige Herausforderung, die haben die Familien. Nicht nur weil ihnen der Zugang zu Bildung, zu Rechte fehlt, sondern weil sich die Rollen innerhalb der Familien total verändern. Oft, indem Kinder viel eher Zugang zur Gesellschaft, zu Ressourcen haben als Eltern. Also wir erkennen, dass in den Familien, oder ich erkenne, dass in den Familien ganz viel passiert, ne, wo ich als Lehrer sage, das sind die Eltern, die Partner, die ich habe und mit denen muss ich kommunizieren können. Und ich muss mich dafür einsetzen. Also ich versuche dadurch, dass es dürfte eigentlich kein Konflikt sein zwischen den Interessen einer Schule und den Interessen einer Familie. Weil eigentlich, wir arbeiten zusammen. Ja. Meine Perspektive ist nicht so einfach. Alle Sprachmittler und alle Schulassistenten dort in dieser Schule zu arbeiten. Ich fühle mich immer verpflichtet, beiden Seiten dort in die Schule gerecht zu werden. Ich meine, ich muss dort in die Schule meine Rolle als Schulassistent dort reinbringen und manchmal alles Sprachmittler.
Und das ist sehr schwer, weil diese Leute, die meine Sprache sprechen, sie fühlen sich, dass ich auf ihre Seite stehen ja. muss. Und die Schule, ich muss auch meinem Arbeitgeber befriedigen, ja. Weil ich gehöre auch zur Schule dort. Beispiel, es gibt immer Sorge von den Eltern. Sie haben das oft auch angesprochen, warum. Sie fühlen immer, dass ihre Kinder dort in die Schule diskriminiert werden. Trotzdem, dass manchmal, das ist nicht der Fall. Und ich versuche immer, das zu erklären. Oder manchmal, ich greife ein und ich muss das Gespräch zwischen unserer Schulleitung mit den Eltern zu Ende zu bringen, weil das dauert manchmal so lange einfach. Aber ich meine, Sprachmittlung, das ist sehr wichtig. Dort in der Schule, seitdem die Sprachmittlung in die Schule dort stattgefunden ist, es gab mehr Kommunikation zwischen Eltern und der Schule. Also Kommunikation ist mehr geworden, würden Sie sagen, durch die Sprachmittlung. Ja, und wir könnten die Gespräche auf Augenhöhe auch bringen können. Wir haben schon diese Rolle, Alice Brücke, auf der die Anliegen von Eltern, die Sorgen, die Bedürfnisse an die Schule weitergeleitet ist. Also was passiert, wenn dieser Kontakt, aber auch diese Kommunikation nicht ausreichend und nicht angemessen organisiert werden kann? Welche Folgen hat das für die Kinder? Mir. Aber ich finde, Herr Yassino selbst aus der Praxis heraus hat eigentlich sehr schön gezeigt, dass es immer sehr spezifisch für die Situation gehandhabt werden muss. Ja, also ich meine, sowohl Sie als Lehrer, Herr Lukas, als auch Sie, Herr Schennerlein, als jetzt Institutsleiter oder Instituts, wie auch immer, also Sie haben dann sozusagen die offizielle Rolle. Ich glaube, Sie würden schon sehen, den Unterschied, wenn Sie eine Person haben, die tatsächlich Ihnen beistehen könnte. Also SprachmittlerInnen sind ja nicht sozusagen diejenigen, die dann die komplette Verantwortung übernehmen sollten. Zum Beispiel bei Herrn Yassino klang das so ein bisschen an, aber Herr Yassino, Sie sind nicht verantwortlich, Sie stehen weder für die Schule, noch stehen Sie für die arabische Familie, aber Sie sind ein Katalysator, würde ich vielleicht das nennen. Ja, also eine Person, die überhaupt ermöglicht, dass eine Arbeit, eine Beziehungsarbeit begonnen wird. Natürlich können nicht alle Schritte von dieser Person übernommen werden, sondern es ist eine Kooperation, eine Zusammenarbeit. Und ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz auf diesen Aspekt der Kita zurückkommen. Natürlich lernen Kinder sehr schnell miteinander zu kommunizieren und lernen auch die Sprache viel schneller als die Älteren. Aber diese Frage von Frau Sander fand ich sehr wichtig. Es ist ein Aspekt des Empowerment. Vielleicht sollten wir diesen Begriff in den Mittelpunkt stellen. Wenn eine Kita oder eine Schule in der Lage ist und das Bewusstsein hat, einen Sprachmittler heranzuziehen, der eben diese Sprache Arabisch und Deutsch semi oder auch wie auch immer professionell jetzt hier mittelt, dann ist das auch gleichzeitig, das fällt zurück, das ist eine ganz klare, würde ich mal sagen, Empowerment-Strategie für dieses Kind, dass es sieht, aha, Wertschätzung, hat Herr Lopez gerade gesagt. Also es ist eine klare Wertschätzung für die Sprache dieses Kindes. Die Sachen. Ich meine, ohne Sprachmittlung ganz einfache Ansprüche und Rechte von den Kindern verloren gehen. Ich zum Beispiel, die Eltern, sie haben keine Ahnung, was die Rolle vom Hort dort in die Schule. Ich habe das mehrmals gehört von den Eltern. Sie sagen immer, was machen unsere Kinder dort im Hort? Warum sie machen ihre Hausaufgabe dort im Hort nicht? Und das ist, weil es gibt immer wieder Zettel von den Lehrern dort in die Schule und sie beschweren sich, warum die Kinder mit Migrationshintergrund, die meisten von ihnen, sie machen ihre Hausaufgaben zu Hause nicht. Und die Eltern sagen, okay, warum habe ich mein Kind an dem Hort angemeldet? Das heißt, sie haben schon diese keine klare Vorstellung, was ist die Aufgabe vom Hort. Wenn wir als Schule uns um eine Dolmetscher kümmern, ist es in der Regel schon zu spät. Weil da ist schon ein Konflikt oder ein Problem oder
was hat was mit dem Kind, was manchmal nicht rückgängig gemacht werden können. Ne? Die Ermächtigung und die Selbstbestimmung würde es erfordern, dass die Familie schon beim Aufnahmegespräch, schon beim Kennenlerntag da jemanden haben und wissen, dass es diese Ressource gibt und dass sie da nur, nicht nur um zu hören, sondern selbst gehört zu werden. Ja? Nicht nur ich als Schule bestimme, was hier passiert. Wir sind doch eine Demokratie. Und ich glaube, wenn man sich in die Lage versetzt, wenn ich in ein anderes Land komme oder wenn ich in einen anderen Betrieb komme, wie möchte ich begrüßt oder empfangen werden? Und das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt, was ich gesagt habe mit der Willkommenskultur. Ich glaube, in diesem Zusammenhang könnte man einfach mit Sprache auch arbeiten. Lieder in diesen verschiedenen Sprachen, die anwesend sind. Einfach Begrüßungsworte oder kleinere Gesten. Also ich glaube, die Mehrsprachigkeit, das würde auch keine Kita-Lehrerin oder Kita-Erzieherin überfordern, sondern ich habe eigentlich eher in verschiedenen Projekten, die das mal ausprobiert haben, gesehen, dass das auch eine ganz andere Perspektive für sie eröffnet, dass sie auch ein ganz anderes Interesse für diese Kinder entwickeln und die Kinder dann wieder, und ich bin immer bei der Wertschätzung, sich ganz anders wertgeschätzt fühlen. Ich glaube, das könnte man auch mal als ein Anschlussprojekt mal probieren, mehr Mehrsprachigkeit in den Kitas, weil da könnte man dann eine Basis legen, die dann, Herr Lopez, ich bin ganz bei Ihnen, zu einer ganz anderen Anerkennungs- und Demokratisierungskultur führen könnte. Wir haben jetzt gehört, Ehrenamtliche, also Sprachmittler, wie groß deren Aufgabe ist. Es ist ja nicht nur Sprache, Kultur, diese Verständnis, diese Erwartung, das zu verstehen, Hintergrund, alles Mögliche. Und dass das alles geschieht in Form von Ehrenamt, muss ich sagen, das ist sehr, sehr traurig. Natürlich, ich weiß nicht, ob wir was verändern können, aber dass das unbezahlt bleibt, ist es wirklich schade. Ja, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger, zentraler Gedanke. Ne? Auf der einen Seite, dass wir hier hören auch über das Projekt, wie relevant es ist und wie sehr es auch zu Teilhabe beiträgt und wie essentiell es eigentlich auch ist. Und dennoch stellen wir fest, dass die Lobby dafür verschwindend gering ist. Das muss unbedingt in einer Schule ein Sprachmittler eingesetzt werden, weil das ist sehr wichtig. Sobald wir reden jetzt über 30% von der Gesellschaft hier in Deutschland mit Migrationshintergrund. Ja. Das heißt, in der Zukunft, diese Kinder, sie sind unsere Zukunft und wir müssen darum kümmern, dass wir wirklich diese Kinder zu unterstützen. Mein multiprofessionelles Team, wenn ich jetzt von der Kita ausgehe, gibt es verschiedene Ausbildungen, verschiedene Kompetenzen, aber auch verschiedene pädagogische Fachkräfte mit verschiedenen Sprachkenntnissen, wo ich den direkten Zugang letztendlich habe, um den Kindern und Eltern letztendlich auch in einem super Vertrauensverhältnis auch da gerecht werden zu können. Mein Wunsch, mein Traum wäre, Schule als Lernort zu konzipieren, ja, wo alle Lernende sind, Lehrerinnen, Kinder, wo Familien dabei sind, aber auch wo multiprofessionell gearbeitet wird. Wie Eva vorgestellt hat, ich wünsche mir, dass das weitergeführt wird. Dass wir mehr forschen und zeigen, welche Situationen mit welchen großen Erwartungen an die EhrenamtlerInnen herangetragen werden, wie Songül das dargestellt hat, was für riesengroße Aufgabenprofile und wie auch Herr Yassino das dargestellt hat, wir sozusagen auf die Schultern dieser SprachmittlerInnen laden und dann sagen, okay, sie bekommen kein Geld. Also das muss man aber klar analysieren, festhalten, beforschen und dann, Sie haben recht, Songül, zu den Politikern gehen. Ich finde, dieses Projekt ist wirklich ein Meilenstein, und zwar nicht nur regional, sondern auch für Deutschland. In diesem Projekt, in dieser Phase, ist es uns allen gelungen und vor allen Dingen Eva und Elli und auch Maxi, wirklich mal diese unterschiedlichen Institutionen und unterschiedlichen Bereiche an einen Tisch zu bekommen. Und es ist uns gelungen, mit einer Zunge zu sprechen. Es ist uns gelungen, eine Sprache zu sprechen, miteinander zu sprechen. Und genau das ist der große Vorteil und mein
ganz persönlicher Wunsch und auch der Wunsch von Frau Fritsche ist, dass das eine Initialzündung war und dass wir das weiterführen und dass das auf keinen Fall veräppt, denn wir sind alle keine Einzelkämpfer, wir können keine Einzelkämpfer sein. Wir wollen gemeinsam etwas bewegen und das können wir auch nur in Kooperation. Also insofern finde ich es schön, wenn alle vielleicht mal klatschen könnten.